Das Töpferhandwerk hat gerade in Thüringen eine lange Tradition. Mit einer Sonderausstellung im Bürgler Keramikmuseum widmet sich die Thüringer Töpferinnung ihrem 20-jährigen Bestehen. Gezeigt wird ein Querschnitt von Produkten der Innungsmitglieder. Wer eine historische Ausstellung erwartet, wird allerdings enttäuscht. Die Jubiläumsschau beschäftigt sich mit aktuellen Erzeugnissen. 35 der 53 Innungsbetriebe haben sich beteiligt. Vielfältig kommt das Handwerk der Töpfer daher. Die Ausstellung betont die unterschiedlichen Verarbeitungsweisen und Designs der Betriebe. So enthalten einige Stücke neben Ton auch Kupfer. In ein anderes ist Porzellan eingearbeitet worden. Insgesamt 120 Exponate haben die Töpfer dem Keramikmuseum zur Verfügung gestellt. Darunter sind auch Arbeiten von Töpfern aus Bayern und Sachsen-Anhalt, die der Thüringer Innung beigetreten sind. Der Anschluss spiegelt die abnehmende Zahl an Töpfern in Deutschland wider. Es ist ein Beruf, der sicherlich seinen Bestand immer haben wird. Das haben schon Jahrtausende Töpfergeschichte vor uns bewiesen. Und dass solch eine Töpfergeschichte auch immer Schwankungen unterlegen ist, das ist auch nichts Neues. Wir haben derzeit, muss man ehrlich sagen, zurückgehende Lehrlingszahlen. Wir haben auch einen Rückgang der Ausbildungsbetriebe. Eine Erfolgsgeschichte bleibt die Thüringer Töpferinnung allemal. Während die Innungen in anderen Bundesländern schwinden, verzeichnet die Thüringer Innung einen Trend zum Wachstum.